Diese Frau hat dich verflucht! Verstehst du das nicht? Sie ist eine Hexe! Ja! Kommen zur ersten Anime-Review. Es geht um den Anime Black Cat. Ich habe mir einfach den Anime jetzt mal ausgesucht, weil das mein Lieblingsanime ist. Und das ist ja auch, wie gesagt, die erste Review für den Kanal. Also setzt die Messlatte nicht zu hoch. Und ja, ich werde euch da jetzt mal so ein bisschen so ein paar Fakten drüber erzählen. Danach werden dann verschiedene Sachen kommen, wie Handlungen und Charaktere und sowas. Ich werde sehen, wie ich das dann mache. Ja, also Black Cat erschien zuerst als Manga im Jahre 2000. Der Anime folgte im Jahre 2005 in Japan und wurde 2007 im deutschen Fernsehen auf Animax ausgestrahlt, dieser Pay-TV-Sender. Und es gehört ins Genre Action, Shonen, Science-Fiction und Comedy. Und das finde ich an dem Anime recht gut, einfach weil es noch wirklich so ein alter Anime ist, der diese typischen Anime-Eigenschaften mit drin hat. Dieses verrückte sein Design von den Charakteren und alles. Und das hat mich einfach immer sehr angesprochen damals. Und das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen anders. Also ich finde, die Anime-Szene verändert sich immer so. Aber bevor ich euch jetzt noch ein Ohr abkaufe, würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal weiter zur Handlung. So, kommen wir zur Story des Ganzen. Es dreht sich allgemein alles um den jungen Train Hartnett, der für eine Organisation namens Kronos arbeitet. Das ist so gesehen eine Mafia-Organisation in der Anime-Welt von Black Cat. Sein Name bei dieser Organisation ist Black Cat. Er ist halt ein berüchtigter Killer und erfüllt die Aufträge von Kronos. Irgendwann verfolgen ihn halt genau diese Morde. Und er setzt sich halt in der Nacht auf sein Dach und denkt nach und gibt seiner Katze was zu trinken. Dann sieht er ein Mädchen, das auf dem Dach steht und singt. Und dieses Mädchen ist Saya und soll eine große Rolle in seinem Leben spielen. Und wird ihn von Grund auf ändern. Und jetzt einfach mal, auch wenn es ein bisschen spoilert, ich werde vorher irgendwie Spoiler-Alarm oder so hinschreiben. Sie wird dafür sorgen, dass er aus Kronos austritt. Dann kann man noch dazu sagen, Kronos gefällt die ganze Sache natürlich überhaupt nicht, weil Leute, die austreten, werden umgebracht. Und somit entsteht da ein kleines Drama draus. Und ich kann jetzt schon mal so viel sagen, Train wird ein Sweeper, also jemand, der für Geld Leute gefangen nimmt oder halt auch tötet. Aber ich glaube, das ist halt immer wie so Kopfgeldjäger, Dead or Alive. Und er wird dann noch mit einem anderen Sweeper zusammenarbeiten, namens Sven Volfied, so genauso wie mit einem Mädchen, was in seiner Aufträge eine Rolle spielt, einer Biowaffe. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story und ich finde sehr gut strukturierte, auch wenn der Anime dann irgendwie am Ende so halt nur schleppend vor sich hingeht. Aber dazu ein anderes Mal mehr und ich würde sagen, gehen wir weiter zu den Charakteren. So, kommen wir zu den Charakteren. Also erstmal ganz vorne steht der Hauptcharakter Train Hartnett, über den ich schon einige Male jetzt geredet habe. Er wirkt halt neben Anfang der Serie sehr düster und geheimnisvoll, vor allem halt durch diese Killer-Sache, dass er halt für Kronos arbeitet und diese Morde ausführt und da halt wirklich sehr kalt wirkt. Und er ist wahrscheinlich auch der Charakter, der sich in der Serie am meisten halt entwickelt oder verändert, wie man es nimmt. Und der Einfluss kommt eigentlich von Saya, dem Mädchen, was er auf dem Dach trifft, die ihm halt zeigt, was es heißt, frei zu sein. Und so wird auch die Serie nach und nach nicht mehr ganz so ernst. Und er verändert das halt so gesehen alles. Also später reißt er dann mehr Witze und sowas. Der nächste Charakter bzw. die nächste Charakterin wäre halt Saya. Sie hat ein sehr lebensfrohes Auftreten und auch wirklich wirkt von Anfang an her nett. Und eine, wie man soll man das beschreiben, eine besondere Art, die anscheinend Train vor allem berührt. Und sie ist ja auch der Grund, warum er aus Kronos austritt, warum er allgemein sein Leben umstellt.
Der nächste Charakter wäre Sven Volfied, der allgemein eine Rolle wie ein Gentleman einnimmt, vergleichbar mit Sanji aus One Piece. Er neigt dazu, sehr schnell auszurasten, vor allem wenn er gerade mit Train in Streit kommt. Er reißt die später sehr viel mit Train und sie werden halt sehr gute Freunde, obwohl das am Anfang noch gar nicht so aussieht. Und er übernimmt in dem Anime auch sowas wie eine Vaterrolle für das Mädchen Eve, also die Biowaffe, wo der Auftrag von Train war, dass er halt genau dieses Mädchen auszuschalten hat und wirkt dadurch etwas verantwortungsbewusster. Zu guter Letzt kommen wir zu Eve, die schnell in der Serie ihren Platz findet. Sie ist am Anfang noch nicht auf der Seite von weder von Train noch von Sven. Sie ist eine Biowaffe und wurde eigentlich nur als Waffe halt erschaffen und sollte verkauft werden. Der Auftrag von Black Cat war es dann, sie halt zu töten, was er dann doch nicht durchführte. Und Sven nahm dann halt Eve auf und spielte halt diese, wie ich eben schon erwähnt habe, Vaterrolle für sie. Sie zeigt nicht sehr viele Emotionen, im Laufe der Serie ändert sich das dann, aber vor allem in der Mimik sieht man nicht viel von ihr. Sie ist ein sehr ruhiges Mädchen, das kommt wahrscheinlich durch das, dass sie halt überhaupt nichts weiß, außer wie man tötet am Anfang. Sie liest halt viel, um sich das ganze Wissen anzueignen, was sie so gesehen verpasst hat, und ist halt so sehr lernbegierig. Ja, das waren die Charaktere. Und weiter geht's zum Fazit. So, dann wären wir beim Fazit des Ganzen. Also, auf jeden Fall ist es eine schöne Welt, in der der Anime spielt. Ein bisschen Science-Fiction angehaucht. Es sind viele schöne Charaktere, wobei ich finde, dass das Potenzial mancher Charaktere nicht so ausgeschöpft wird, wie es eigentlich sollte. Was mir auch gut gefällt, sind die Animationen. Ich finde für die Zeit annehmbar und auf jeden Fall passend zum Anime. Ich glaube, was anderes könnte ich mir da auch gar nicht im Moment vorstellen. Und was ich auch noch einen Punkt gebe, ist ein sehr schöner Soundtrack, der echt passend zum Szenen abgestimmt ist. Ja, und ich gebe dem Anime jetzt einfach mal 6 von 10 Punkten. Ja, auch wenn es mein Lieblingsanime ist. Mehr ist da leider nicht drin. Da hätten wohl das Team sich, glaube ich, mehr reinhängen müssen, was das gemacht hat. Außerdem sind wohl die deutsche Synchronstimmen nicht jedermanns Sache. Die haben mich aber persönlich noch nie gestört. Und das wird auch keine Rubrik beim Fazit werden, denke ich. Gut, dann macht's gut. So, willkommen auf der Endcard. Ich bedanke mich fürs Schauen der Review und diesen völlig neuen Sache. Wir haben jetzt nur leider 20 Sekunden, also gebe ich mein Bestes. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Verbesserungsvorschläge sind gewünscht. Ihr merkt, ich kann jetzt lockerer reden. Ich habe mich da echt zusammenreißen müssen, weil es einfach für mich eine völlig neue Erfahrung war. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, Zuchi haut raus. Und es werden weitere Anime-Reviews kommen, egal wie jetzt das Fazit hier aussieht. Und Verbesserungsvorschläge wären echt gewünscht. Einfach schreibt dir vorher was auf den Zettel, lies es so vor oder macht dir Stichpunkte oder wenn das jemand selber schon mal gemacht hat. Wäre einfach super. Macht's gut.